Hi, ich bin Art von Arts Garten. Wie man sieht, befinde ich mich heute mal wieder nicht in meinem Garten, sondern bei, ja, vielleicht hat es schon jemand erkannt, bei Felix von Felix Hobbygarten. Der soll mal direkt hier vor die Kamera kommen auch. Ja, ich komme dazu. Moin. Ja, moin. Und er zeigt mir jetzt mal kurz ein bisschen, was hier in seinem Garten, in seinem Tierheimgarten alles so wächst. Vielleicht fahren wir nachher auch nochmal rüber zu seinem Garten am Haus. Auf jeden Fall wollte ich mal kurz einen Überblick hier verschaffen, für mich selber auch noch und halt für euch natürlich auch, was hier alles so Schönes wächst und ein bisschen sein Projekt vorstellen. Okay, hier zu meiner Rechten haben wir eine große Kartoffelfläche. Die ist nicht ganz so spannend, sind zwar verschiedene Sorten drauf, auch ganz schön, aber hier haben wir vor uns ein Milpa-Beet, so nennt man das, ne? Indianerbeet mit Zuckermais, Kürbissen, verschiedene Sorten und bald kommen auch die Bohnen rein. Nur ich glaube, dieses Jahr haben wir das Problem, dass der Mais überall nicht so hoch wird. Wenn man dann hier Bohnen ranpflanzen würde, würden die halt nicht einfach hochwachsen können. Ne? Deswegen, weiß nicht, seht ihr noch Bohnen hier aus? Also wir haben sehr lange überlegt, ob wir Stangenbohnen noch hier dran pflanzen. Wir werden wahrscheinlich Buschbohnen, niedrige Bohnen da an den Mais pflanzen, die ganz leicht vielleicht ranken, 30 cm, aber dann nicht höher werden, weil der Mais, glaube ich, auch nicht mehr viel größer wird. Hier sieht man schon, der bildet die ersten Rispen oben schon und das ist meistens dann so ein Zeichen dafür, dass der Mais nicht mehr viel wächst, sobald auch die ersten Bohnen schicken. Ja, so sieht das bei mir auch aus. Alles klar, dann gehen wir weiter. Ja. Okay, ich bin jetzt nicht viel weiter gelaufen, aber hier ist auch wieder direkt die nächste interessante Sache. Hier ist so ein bisschen was für die Insekten und fürs Auge mit Gemüse vereint. Hier sind Möhren. Ich denke mal ganz normale Orangene, oder? Ja, das ist die Sorte Nantaistu. Wie heißt sie? Nantaistu. Okay. Und hier ein paar Erdbeeren drin. Hier ist auch eine reife, aber leider ein bisschen abgefressen. Aber egal, ich beiß auf der anderen Seite rein. Eine Kartoffel? Boah. Was ist das denn für eine Kartoffel hier drin? Das sind die 6-Wochen-Kartoffeln. Die hat mir eine Zuschauerin von mir zugeschickt. Die können nach 6 Wochen schon wieder raus. Das wären dann zwar nicht die größten Kartoffeln, aber kennst du diese Kartoffeln für die Pfanne? Diese kleinen runden Pellkartoffeln? So was wird es dann. Genau, wir machen mal eine Nahaufnahme und dann blenden wir euch das hier mal ein. Das Laub ist wirklich unglaublich kräftig. Das sieht man auf der Kamera nicht so richtig. Bis hier ist das Hochbeet und das alles hängt hier drüber. Also das ist echt heftig. Ja, und hier sind dann noch Gurken. Da sehen wir jetzt auch schon die ersten, das sind Einlegegurken. Und reife Erbsen. Ja. Direkt eine Verkostung. Die Verkostung hier von Zuckererbsen sind jetzt schon sehr, sehr groß. Hoffentlich schmecken die nicht mehlig. Okay, die sind zu reif. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Okay, und weil hier so viel zu sehen ist und wir jetzt schon voll lange da in der einen Ecke gequatscht haben, mache ich das jetzt einmal kurz im Schnelldurchlauf. Kommt einmal mit. Hier ist Knoblauch, Zwiebeln, eine große Fläche, hier eine riesen Fläche Möhren, ich glaube auch mit verschiedenen bunten, ne? Ja, genau. Wir haben weiße, gelbe, rote und lilane. Nicht schlecht. Weiße habe ich auch noch nie gesehen. Ja, hier eine große Fläche mit Tomaten. Sind richtig viele dran. Hier ein Riesenbeet mit Paprikas und Chilis, denke ich mal. Ne? Ja. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Das hier sind 24 oder alles verschiedene Sorten. Und dahin haben wir 3 Reihen komplett, die Paprika, türkische Gewürzpaprika. Mhm. Ja, Sellerie. Sind das hier Radieschen oder was habt ihr hier ausgesät? Ja, genau, das sind jetzt verschiedene Radieschen. Auch da haben wir weiße, gelbe, lilane und die roten. Hier ist, glaube ich, ein bisschen abgefressen worden, so wie es aussieht. Genau. Der Weizen. Da hier so für Felix Wellensittiche. Da gehen wir nachher auch nochmal was abholen. Da hier Zucchinis und eine Wassermelone, aber mit der gewinnt er, glaube ich, nicht die Challenge auf jeden Fall. Damit werde ich auf jeden Fall gewinnen. Werdet ihr aber in späteren Videos bei mir dann noch sehen. Oh, Ansage. Hier Kohl, Salate, Blühstreifen, auf jeden Fall ganz gut für die Insekten. Ist ja immer gern gesehen. Ja, und hier nochmal verschiedene gemischte Sachen. Kohle, hier für den Winter dann oder Herbstgemüse.
Ja, und hier noch ein paar verschiedene Bauten. Hochbeet und ja, drei Hochbeete, Kübel, ein kleines Dach für Tomaten. Sieht auf jeden Fall alles sehr schick aus. So, wir haben das Video eigentlich falsch rum angefangen, sage ich mal. Ich habe ganz hinten im Garten gestartet und bin dann einmal nach vorne gelaufen. Und jetzt sind wir ganz am Anfang, wo direkt hier der Verkaufsstand steht. Und zwar baut Felix ja sehr, sehr viel Gemüse auf dieser Fläche an. Zu viel, um das alles selber zu verarbeiten und zu verbrauchen. Deswegen verkauft er hier Gemüse, was über ist. Und das Geld, was er damit verdient, spendet er dem Tierheim. Das ist eine mega coole Aktion, finde ich, so das Tierheim zu unterstützen. Dann profitieren beide Seiten davon vom Gemüseanbau. Und ja, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, also wir haben jetzt keine festen Preise hier. Wir haben einfach ein Schild hingetan, Gemüse gegen Spende. Das, was wir reif haben, kommt immer nach vorne. Wenn jetzt jemand uns anspricht und sagt, ja, wir hätten gerne drei Wirsing oder drei Rotkohl, dann gehen wir mal frisch nach hinten, holen das aus dem Garten. Hier haben wir einen Nistkasten und das ist halt umfunktioniert zur Spendenbox. Den haben wir hier festgesichert und auch hier, damit sich nicht jeder das gleich wieder rausnehmen kann. Also diese Entleerklappe ist quasi fest. Und das ist hier auf dem Gelände vom Tierheim. Hier haben wir dann ganz viele frische Sachen immer hinten aus dem Garten. Und was machst du, wenn da ein Vogel drin ist? Das haben wir jetzt erstmal provisorisch gemacht. Wir wollten immer noch eine Spendenbox richtig basteln. Ja. Aber provisorisch haben wir jetzt erstmal einen Nistkasten genommen. Und das ist auch eigentlich, finde ich, eine ganz coole Idee. Ja, mega auf jeden Fall. Und die letzten Jungpflanzen, die wir hier noch über haben, die bieten wir noch mit an und immer so. Ja, gerade die zeitigen Sachen, die so fertig sind. Aber wir gehen mal weiter zu den Hochbeeten, da seht ihr jetzt auch noch mal ein bisschen was. Okay, jetzt sind wir hier, glaube ich, am letzten Punkt angekommen. Hier sind noch mal zwei Hochbeete. Hier ist eins mega gut bestückt. Das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Mit der Schocke in der Mitte, da kommt eine Biete. Da unten kommt ein Kürbis. Hier die Pepino, eine Zitronengurke. Hier kommt der Felix. Der Felix, zwei Wasser, eine Wassermelone und eine Honigmelone. Oder eine, wie heißt die andere? Honigmelone? Das ist eine, genau, das ist eine Honigmelone und eine Wassermelone. Das sind zwei Hokkaido-Kürbisse oder Hokkaido- und Riesenkürbis. Okay, ich würde sagen, das reicht dann erstmal. Vielleicht nochmal gleich ganz kurz einen Ausschnitt von zu Hause, wie gesagt. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal aus. Instagram, Facebook, YouTube natürlich vor allem. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.